Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Spore. Oh, die greife ich jetzt nicht unbedingt an. Wir haben eine epische Kreatur immerhin schon weg. Das ist doch was. Wir können auch noch was essen. Darüber freuen die sich auch alle. Komisch. Dann die... Ach, wir machen einen Didgeridoo weg und holen dafür ein Holzhorn. Mampf, Mampf, Mampf. So, jetzt haben die alle wieder keinen Hunger. Keine Hunger. Sicherheit sind sie auch alle. Raumdorf möchte derben Stamm. Braunstamm. Die möchten ganz schön essen. Ein bisschen unkreativ, so die Namen. Oh, die sind aber unzufrieden mit uns. Wir müssen auch mal Sachen zu den anderen Dörfern schenken. Und jetzt wollen die ganze Zeit die Chiridus haben, wetten? Hab ich? Ja. Yeah. Die verarschen mich doch, oder? Naja. Yay! Noch mehr Freunde! Ich frage mich ein bisschen, wie man das gemacht hätte, wenn man kein Vegetarier gewesen wäre. Und plopp, noch einen drauf. Das Siandorf ist nun dein Verbündeter. Sein Totemteil zeigt euer Bündnis an und deine neuen Freunde teilen ihre Werkzeuge und Outfits mit deinem Stamm. Im Stammesplaner kannst du darauf zugreifen. Ja, wahrscheinlich muss ich mich wirklich um die kümmern. Oh, wir können jetzt noch mehr. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen ein paar Kämpferfiguren bauen. Weil die zwei Sammler, die reichen ja echt volle Kanne. Dein Stamm entwickelt sich weiter. Deine Hütte wurde erneut verbessert und dein Stamm kann nun wachsen, bis er das Maximum von 12 Mitgliedern erreicht hat. Das ist schön. Achso, wir müssen noch den Korb annehmen. Aha. Sonst freuen die sich ja gar nicht. Sonst freuen die sich doch gar nicht. So, wir haben jetzt drei Pfeifen, da muss einer wieder an die Chiridoo mitnehmen. Dann nehmen wir mal den Stammesältesten. Die schenkt mir ganz schön viel. Achso, wir haben gar keine Musikinstrumente. Eigentlich haben wir mit der Musikband immer rumlaufen, habe ich den Eindruck. So, jetzt haben wir drei Figuren. Ich habe langsam den Eindruck, ich flicke hier durch. Mehr oder minder. So, Wurfspeere. So, wir haben jetzt natürlich, wir können natürlich noch ein paar Sachen. Futter und Heilung. Statt des Stammes wie wieder mit Angelspeere aus, um ihre Angelbeute zu maximieren. Oder statt des Stammes. Aber wir haben gar keinen Platz dafür, ne? Ha. Okay. Merken wir uns für die Zukunft. So. Wir wollen einfach mal hier mit denen ein bisschen reden.
bin echt froh, dass wir eine dieser Kreaturen schon weg haben. Einfach nur ein paar Friends schaffen, tatsächlich. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Einfach weil wir gerade Spaß haben wahrscheinlich. So. Schweißbrenner, Sammelstöcke, Wurfspeere. Machen wir zwei Wurfspeere. Okay, zu welchem Dorf wollen wir jetzt gehen? Das Pinkdorf. So, das Gründorf. Wo ist das? Da sind wir ja schon relativ befreundet. Die überzeugen wir jetzt auch noch von uns. Wie sich das eben gehört. Deswegen, also. Aber dafür muss unser Trupp natürlich erstmal drüber laufen. Boah, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ganz ehrlich nicht. Das könnte mit den Rassen jetzt scheiße werden. Ja. Komm schon, noch einmal. Jawohl. Der will nicht mit uns. Hallo! Nochmal? Nein? Oh, jetzt haben wir's. Was ein Quatsch. Wie sie sich freuen. Hallo! Könnt ihr bitte zwei Sachen anfordern? Dankeschön. Jetzt nochmal zwei Sachen anfordern. Oh, war auch falsch. Ja. Ich glaube, meine Aufstellung so an sich ist eigentlich ganz gut. Jawohl. Jetzt haben wir noch ein lila Dorf, das hat sich noch entwickelt. Das habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Das müssten wir dann auch noch bekommen. Also von uns überzeugen. Wir sind so ein liebreizendes Wesen. Man kann ja nur von mir überzeugt sein. So. Du hast das Gründorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist beinahe vollständig. Du kannst ihre Werkzeuge und Outfits verwenden. Du findest sie im Stammesplan. Ein anderer Stamm greift an. Es kann ja nur noch einer sein. Es kann ja wirklich nur noch ein anderer Stamm sein, der es wagt anzugreifen. Ja, es ist der lila Stamm. Achso, ich dachte schon, was mich ärgert. Helfen die eigentlich mit? Hm. Doch, die helfen mit, oder? Ja. Hab dich mit dem Falschen angelegt. Es ist saugeil, die einfach als Freunde dabei zu haben. So,
So, meine Musikband, die muss mal wieder futtern. Da freuen die sich alle. Ich habe ja keinen Platz, jetzt noch irgendwelche Sachen zu platzieren. Greife das Lavendeldorf an, besiege das Lavendeldorf, indem du ihre Hütten zerstörst. Aber ich will das nicht zerstören. Sind die alle... Ihr wisst schon, dass ihr essen dürft. Was stehen die da so rum? Was ist los bei euch? Will eine Schlange oder was? Na gut. Wo ist das lila Dorf? Das befindet sich hier. Ah, beschenke das. Achso. Wollte schon meinen, das ist irgendwie komisch so gemacht. Aber ich war ja im Kriegsding. Lasst euch nicht aufhalten, Leute! Ich war ja noch im Kampfmodus, deswegen stand da auch, bekriege es. Aber ich bin ja ein friedliebender Mensch. Stellt mein Eck. Warum hat das jetzt grün geleuchtet? Das hat sich irgendwie so jetzt voll. Wohin mit euch? So, wir müssen uns doch nicht bekriegen, ihr blöden Männer. Wir spielen sogar Musik mit euch. Oh. Okay, ich glaube, ich muss nochmal zurück und mich anders aufrüsten. Oh, war auch das Falsche. Okay, wir kommen wieder. Aber erstmal gehen wir jetzt was essen, weil die haben echt alle Hunger. So, ihr müsst jetzt auch als Musiker herhalten. Ist eh kein anderer Stamm momentan mehr da, der irgendwie mit uns kämpfen wollen würde. Die haben nur alle sau Hunger, aber die wollten ja gerade nicht essen, diese Idioten, ne? Ich klicke jetzt bestimmt nicht jeden einzelnen an und sage, isst. Hallo! Guck mal, wie süß der Wind. Oh Mann, der ist ja voll süß! Hallo! Auf geht es! Wenn ihr schon gerade an uns vorbeilauft. Vielleicht ist es jetzt auch einfacher, weil die können ja nur noch zwei Symbole anzeigen. Die sind so geil, das Braundorf. Was reden die miteinander oder was machen die da? Windelbabys, was? Achso, das macht er schon. Ja, dann leg auch ab, ne? So. Jetzt gehen wir wieder... Was machen die da? Nicht, dass die Stimme sich... Oh, die gehen angeln. Machen wir ja die ganze... Ach, wir können auch. Es ist eigentlich auch Quatsch, glaube ich, wenn wir angeln gehen würden. Aber wir sind ja Vegetarier. Das ist doch kein Fisch. Der ist echt hässlich. Aber den hat noch niemand angegriffen.
Aber den anderen haben wir ja platt bekommen mit unseren Freunden hier. So. Freunde der Nacht. Und auch bei der Stammesphase zeigt sich auch, dass je weniger man von diesen Figuren um sich hat, also von denen, die man von einem überzeugen möchte, umso einfacher ist das eigentlich. Aber ich wollte ja gerade noch unbedingt das Geschenk annehmen und habe die dann gestört. Ihr mit euren blöden Rasseln. Ich habe nicht mehr so viele in meinem Stamm, dass ich so viele Rasseln haben könnte. Aber hat geklappt. Auch das Lavendeldorf ist jetzt Freunde. Freunde mit uns. Die sind voll süß. Stammes-Promming. Kommen wir jetzt hier alle von rivalisieren Stämme zu deinem Glaubenssystem. Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich alles, ne? Was passiert jetzt? Stammesphase fertig. Du hast das Lavendeldorf zum Verbündeten gemacht. Dein Totem ist vollständig. Du kannst jetzt in die Zivilisationsphase aufsteigen. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zu den Designern, wo du deinen Ratus und erste Fahrzeuge erstellst. Oh Gott. Aber was wir immer noch nicht geklärt haben, ist, wie sozialisiere ich wilde Kreaturen. Das verstehe ich nicht. Aber letztendlich können wir auch die nächste Zivilisation schon betreten, weil ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch hier machen sollte. Die Birdies klingt schon sehr lustig, oder? Ja, dann in die Zivilisationsphase eintreten. Deine Stammestaktik hat deine frühe kulturelle Ausrichtung geprägt. Diese bestimmt den Kurs der Spezialisierung der technischen Entwicklung deiner Nation. Während deine Nation wächst, entwickeln deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir eine Welt untertan zu machen. Setze sie weise ein. Freundlich. Freundliche Stämme haben die Bedeutung von Zusammenarbeit erkannt. Sie schließen Bündnisse, teilen ihre Rohstoffe und kommen gemeinsam mit anderen Stämmen wohl zum Wohlstand. Soziale Kreaturen suchen ständig nach neuen Freunden und Verbündeten. Wenn sie auf eine neue Spezies treffen, ist ihr Tag gerettet. Ja. Okay. ...123 Früchte. Wir haben echt viele Sachen davon gehabt, tatsächlich. Dann wollen wir mal gucken. Lasst uns ein Rathaus bauen! Ja! Ich übersetze jetzt einfach mal frei. Oder das Haus von SpongeBob. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung von einem von einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Okay. Was? Was? 50.000, was? Budget. Rathaus benennen. Jetzt bauen wir ein Rathaus. Das ist mein Rathaus. Kostet das alles 500? Oh Gott. Das ist eigentlich ganz schön. Ich weiß ja gar nicht, ich habe ja gar keine Größenordnung, wie groß das ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.